Guten Tag. Mein Name ist Burkhard vom Hof. Ich bin gelernter staatlich anerkannter Erzieher, Diplom-Sozialarbeiter und Magister der Erziehungswissenschaft. Ich habe in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, ehrenamtlich in der Suchtkrankenhilfe und in der Flüchtlingshilfe und vor 2005 als Sozialfachkraft im Sozialamt. 2005 trat das SGB II in Kraft. Es gab das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt. Ich war dann einige Jahre Fallmanager in einem Jobcenter, wo, das darf ich nicht mehr sagen, darum lasse ich es. Ich weiß, wovon ich rede. In dem Projekt ging es darum, Widerstand gegen Hartz IV. Widerstand bedeutet Hilfe für die Menschen, die unter diesem System leiden. Betroffen sind viel mehr, als man denkt. Die Arbeitslosen, die zwei Bezieher, ihre Freunde, Bekannte, Verwandte, die Niedriglöhner, die in Angst gehalten werden, die Mittelschicht, für die gilt das Gleiche und deren Steuergelder werden sinnlos für Sanktionsapparate und Ähnliches verpulvert. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, die Zeit ist bemessen. Man kann sich dieses Buch natürlich kaufen. Ich habe vorher noch ein anderes geschrieben, ein Jobcenter-Krimi, der auf andere Art einiges zu bieten hat. Aber in diesem Buch sind konkrete Hilfen für Menschen. Ich möchte von diesem Buch und von dem anderen jeweils 10 Stück zunächst an 5 Beratungsstellen verschenken. Das kann ich allein nicht schultern. Dafür brauche ich eure Hilfe. Ihr könnt ein Teil des Widerstandes gegen dieses falsche und inhumane System sein. Bitte helft dabei, eure Dankeschöns bestehen zum Teil auch in diesen Büchern oder ich komme auch für große Spenden gerne persönlich vorbei zu Vorträgen und finde mir dann auch die Haare zusammen und mache mich schick für euch für einen Vortrag. Das mache ich sehr gern. Aber allein schaffe ich das nicht. Das ist das Projekt, zu helfen. Menschen zu helfen mit konkreten Tipps und Hinweisen. Das war es eigentlich. Ich rechne auf euch. Danke. See you.